So, hallo und herzlich willkommen bei The Forest, einer weiteren kleinen Folge, in der wir ein wenig bauen werden. Also wir haben eigentlich viel zu tun, wir müssen viel bauen. Und dann werden wir das jetzt gleich nochmal machen. So, ich habe mir hier schon ein paar Lockholder hingebaut. Wo wir dann ganz viele Baumstämme reinpacken werden, damit wir hier unsere Einrichtung ein bisschen schneller aufbauen können, dann nämlich mit jedem Baumstamm dann halt hin und her rennen müssen. Also ich meine, wir müssen dann trotzdem hin und her rennen mit unseren Baumstämmen, aber es geht einfach schneller von der Hand, wenn man das hier so macht. Ich habe übrigens gerade festgestellt, dass wir jetzt hier einen momentanen Bug haben. Wir haben unendlich Rohstoffe in unserem Rucksack. Ich habe zum Beispiel unendlich Äste und Steine und alles. Nur leider keine Baumstämme. Das wäre noch schöner. Die müssen wir uns leider nach wie vor selber schlagen. Dann fangen wir einfach mal an. Der hier geht zum Beispiel nicht. Warum auch immer. Dann versuchen wir den hier. Manche Bäume gehen hier irgendwie auch nicht. Die ploppen immer weg. So müssen natürlich jetzt auf der Hut sein. Wir machen natürlich jetzt viel Krach hier im Wald. Und nicht allzu weit entfernt von hier ist ein eingeborener Lager. Also ich denke mal, wir werden nicht lange allein bleiben hier. Naja, was soll's. Ich mache mir mal hier noch mein Feuerzeug ein bisschen mit an. Jetzt einfach ein kleines bisschen heller ist hier im Wald. So, da haben wir natürlich jetzt reichlich zu tun. Fällen uns jetzt hier einfach mal ringsherum die Bäume. Dann wird es ja auch ein bisschen heller und freundlicher. Den Baum nicht stellen kann, kann man eigentlich auf den raufklettern wenigstens. Nein, na, der ist einfach nur so da. Aber auf den hier funktioniert eigentlich das Klettern, habe ich noch nicht so ganz begriffen, wie das funktioniert. Ach, egal. Man kann angeblich klettern jetzt. So, ich gehe hier mal so ein bisschen um den Baum herum, damit ich halt immer den Hintergrund so ein bisschen im Blick habe. Ich will mich hier heute nicht wieder zu Tode erschrecken, wie letztens in der Höhle. So, das Feuerzeug kann man eigentlich langsam wegstecken. Wir sind auch schon wieder hungrig. Ich habe gerade überlegt, wir können dann nebenbei ein bisschen die Musik da machen, dann geht auch die Energie nicht so schnell weg. Jetzt kommt wieder dieses Rocklied, dieses nervige. Was ist denn das? Ew. Bitte nicht, ne? Was für ein riesen Spinnennetz. Ich hoffe ja mal, dass sie nicht auf die Idee kommen, dann irgendwelche riesen Mutantenspinnen hier in den Wald zu setzen. Dann wird dieses Spiel direkt deinstalliert von mir. Den nehmen wir uns glatt mal mit. Weil wir haben nämlich auch schon wieder Hunger und müssen dann. Oh, nee, ganz ehrlich, das. Oh, falsche Taste. Das sieht das. Wie macht man den weg? Ja, weg. Nee. Das sieht es mir zu nervig. So, dann packen wir uns jetzt mal. Wo sind sie denn? Hier. Hier. C. Packt man die jetzt hier rein. Dann füllen wir jetzt hier schon mal diese Dinger und gehen dann erstmal schnell was essen.
Da haben wir jetzt reichlich Lockholder hier stehen. Können wir uns eigentlich auch noch mehr bauen. Weil das ist einfach praktischer, wenn man die dann da mal rausholt, als wenn man es immer 100 Meter läuft. Ich meine, man muss so oder so laufen. Aber dann, wenn man dann anfängt zu bauen, ist es einfach schöner, weil man kommt schneller voran. Die wollen natürlich wieder sonst wohin hier. Ich dachte gerade, ich hätte was gesehen. Habe ich aber doch nicht. Aber hier habe ich was gesehen. Und zwar Rüstung. So. Die noch mit. Ehe die uns hier sonst wohin kullern. Weiß man immer nicht, was so ein Baum alles vorhat. Und noch ein bisschen Rüstung. Können wir auch so eine hübsche Lederhandtasche draus machen. Eine Louis the Lizard. Absoluter Schrei hier bei The Forest. Kriegst du nicht unter 100 Baumstämmen. So, sind die jetzt voll? Ich glaube ja. Müssen wir jetzt zu den anderen Lockholdern gehen? Da habe ich noch einen gesehen. Ich muss nachher dann mal ergoogeln, wie man diese Blaupausen entfernt. Also vorher ging das ja durchs Laden, dass man einfach dann neu geladen hat. Da hat es ja die Blaupausen nicht mitgespeichert. Das haben die jetzt aber gefixt. Jetzt speichert es die Blaupausen mit, aber ich habe halt gestern diese Treppe so total verkackt und. Oh, scheiße. Das sieht jetzt echt kacke aus. Es wäre allgemein cool, wenn man dann in dem Spiel auch sein Gebautes nochmal einreißen könnte, weil manchmal will man es ja erweitern oder so. Möchte dann halt noch einen Anbau machen oder was weiß ich nicht, was man so alles für Ideen haben kann. Oh Gott, habe ich mich jetzt erschrocken. Klettert hier so ein beknackter Lizard einen Baum hoch. Mal, wenn der das kann, muss ich das doch auch können. Nicht mit E? Ach, ich krieg's nicht hin. Egal, wir sind ja heute zum Bauen hier und nicht zum Klettern. Ich glaube, ah doch. Ich würde sagen, den Baum kann man, glaube ich, eh nicht fällen, aber anscheinend doch. So, wir haben jetzt wieder einige Baumstämme uns geschlagen. Naja, mal den können wir noch mitnehmen. Und es fängt an zu regnen. Da macht das Arbeiten gleich viel mehr Spaß. Sag mal, da müssen jetzt mindestens 10 Baumstämme rauskommen. So, wo es wieder war. So, ich glaube, wir können uns dann bestimmt bald noch einbauen. Ja. Bauen wir. Entschuldigung. Bauen wir uns doch direkt hier noch einen. Wir haben eh unendliche Stöcker on board. Gas, man kann ja nur zwei tragen. Also das ist eigentlich schon eine Leistung, ne? Trag mal zwei Baumstämme. Ich glaube, da hört es bei dem einen oder anderen von uns allen auf. Vor allen Dingen so locker wie er hier, so auf einem Arm. Ach, weißt du. Wir bauen uns hier ein richtiges Lockholder-Arsenal hin. Weil wir können es ja. Wir sind Gott und haben unendlich Stöcke. Stöcker. Da steht jetzt zwar so ein bisschen drin, egal. So. Ah, hier mal, die sind schon auf Wanderung.
das schon an, ne? Ist man schon wieder ran? Ich hatte irgendwie das Gefühl, wir hätten jetzt nicht mehr. Ach hier. Was ist das denn da? Müssen wir dann gleich mal gucken gehen. So. Jetzt habe ich wieder sehr symmetrisch hier hingebaut. Wir gehen mal schnell was essen. Ein Hase wäre auch nicht schlecht. Wir haben nämlich viel mehr gejagt. Warum haben jetzt nur so wenig Rüstung? Was ist denn das? Oh. Wir haben Such. Wenn ihr es gerade gehört habt, wir sollten jetzt schnell was essen. Weil hier gibt es bestimmt gleich Action. Aber wir sind ja unter Wasser. Eigentlich dürften wir uns ja nicht sehen, aber das Problem ist, die Eingeborenen haben denselben Bug, die rennen allgemein immer unter Wasser. Ich habe mich ja sonst immer ans Land, ins Wasser gerettet, wenn ich auf Eingeborene getroffen bin. Ah, da ist ein Hase. Ach. Ich bin auch zu schwach, einen Hasen jetzt zu fangen. So, jetzt. Jetzt immer wieder Energie. Dann gehen wir direkt los und schauen mal. Ach, da. Da ganz hinten laufen sie. Aber wir lassen uns dadurch nicht einschüchtern. Wir machen jetzt einfach unsere Arbeit weiter, weil wir haben viel zu tun. Ja, können auch noch so rumschreien. Wenn ich hier eure Bäume fälle. Das ist mir gerade egal. Ja, wir werden hier dann auch noch richtig schön viele Fallen bauen. Für unsere lieben Eingeborenen. Die gehen jetzt einfach davon, irgendwo in den Wald wieder zurück. Kommen wir nicht nochmal hier lang. Was ist das denn? Aber auch die haben sich nicht hier ein paar Baumstämme von uns geklaut. Ja, schon einiges hier abgeholzt. Das ist wieder so ein richtig schöner, dicker Baumstamm. Wir müssen uns auch dann demnächst mal in einer anderen Folge auf die Suche nach dieser anderen Axt begeben. Es soll hier angeblich eine Axt geben. Eine bessere, eine noch bessere. Oh, 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 oh. So, packen wir hier mit rein. Und hier auf. Sollte man eigentlich ziemlich schnell vorankommen mit dem Bauen. Wenn wir uns das hier alles so schön vorbereiten. Ich will auch unbedingt mal endlich so eine Hütte fertigstellen. Ich habe bisher immer... Also ich habe bisher zwei Hütten gebaut und zwei von zwei konnte ich nicht beenden. Aus unerklärlichen Gründen. Weil es irgendwie verbuggt war, ich weiß es nicht. Es war ziemlich nervig. Es hat mich schon bei der ersten Hütte genervt, da war ich total enttäuscht. Und dann habe ich die zweite Hütte angefangen zu bauen. Ein bisschen später, das musste ich erstmal verkraften. Und dann konnte ich die auch nicht abschließen, das war total... Da war ich echt sauer. So, dann würde ich sagen, können wir hier eigentlich auch noch einen? Wir könnten eigentlich noch einen hinbauen. Ein bisschen schräg. Packen wir
wir da auch noch ein paar rein. Ich halte hier hinten, guck mal. Zwei. Hochgucken, vielleicht ist noch einer hochgefallen. Nö. Ach doch. Oh. Wir haben Such. Wir verstecken uns jetzt einfach mal hier im Dickicht und hoffen, dass das Spiel so weit nicht verbuggt ist, dass die uns nicht sehen. Na, sie sehen uns natürlich. Prepare to fight. Boah, jetzt muss ich mal hier kurz ein Stück rennen. Oh, das ist eine neue. Du auch? Was denn auch gar nicht wegrennen. So, dann haben wir die jetzt schon mal erledigt. Das ist eigentlich auch recht praktisch, dass sie jetzt hier da sind, weil dann können wir... Die bleiben jetzt erstmal stehen. Weil, wenn man die abrennt, dann bleiben die komisch irgendwie stehen. Das ist noch total verbuggt. Dann können wir hier vielleicht auch gleich eine Fiji hinstellen. Wenn wir jetzt hier ein paar Köpfe und Körperteile haben. Schauen wir uns die erstmal an. Der hier ist total hübsch. Ein bisschen Licht an, das mal auch. Geht das jetzt nicht? Du bist und bleibst das alte Arschgesicht. So, dann würde ich sagen, wo stellen wir das denn hin? Ich würde sagen, von da, wo die gekommen sind, gekommen, bauen wir das einfach mal hin. So ein bisschen als, wollen wir vielleicht mal so ein großes bauen? Ja, komm. Wo bauen wir das denn hin? Wo bauen wir das denn hin? Wir bauen es... vielleicht direkt neben unseren Eingang, so als Deko? Nee. Wir bauen es hier hin. So, weil man das hier schön sieht. So. So, dann brauchen wir noch ein bisschen was. Köpfe brauchen wir und Beine stand, glaube ich, da. Das war ein Stein. So. Ach, da rollt er. Der rollende Kopf. Wo ist der Rest? Das weiß man nicht. Okay. Jedenfalls sind jetzt schon mal auf uns aufmerksam geworden. Halt, warte, ich gehe jetzt den Kopf verbauen. Man kann, glaube ich, immer nur einen Kopf bauen. Einen Kopf bauen. Einen Kopf tragen. Was brauchen wir noch? Zwei Füße. Also zwei Beine und... Ah, guck mal hier, was hier reingerollt ist. Ja, hier, nee. Packen wir hier. Hallo? Müssen wir jetzt noch einen bauen? Na gut. Bauen wir hier noch einen hin. Wir haben ja eh unendlich Stöcke. So, dann packen wir den da rein. Dann machen wir hier Schnitzel. Und nehmen mal. Was haben wir denn jetzt fallen lassen? Auf unsere Axt. Haben wir jetzt den Kopf dabei? Na, scheint so. Ach, da kommen schon wieder neue. Weißt du was? Prepare to fight. Ganz recht, dass da schon wieder neue kommen und auch davor laufen. So kommt mal her. So, das ist nämlich ganz praktisch. Da haben wir jetzt nochmal zwei Köpfe mehr. Es tut mir leid, dass ich die auch so langweilig töte, indem ich die einfach bloß abfackel. Aber ich habe jetzt auch jetzt nicht so die Zeit dazu, sehr großartigen Kampf anzufechten. Habe ich jetzt den Kopf aufgehoben? Ja, oder? Ja, ich denke schon. So in den hier. Den hier.
Auch noch. Nehmen wir mit. Dann brauchen wir auch noch nur noch 4 Köpfe. Waschen wir uns kurz ab. Wir haben Low Energy. Und dann stand hier doch noch irgendwo eine. Einkunft müssen wir noch haben hier. Von der hübschen Blondine. Gut. So, nehmen wir mit. Verbauen wir. Und dann denke ich, haben wir heute in der Folge auch schon wieder genug geschafft. Wir haben einige Baumstämme uns besorgt und können dann in der nächsten Folge, denke ich, schon anfangen zu bauen. Oh, da kommt schon wieder Besuch. Das geht jetzt aber hier ganz schön ab, ne? Prepare to fight. Komm, die erledigen wir noch und dann... Wow! Holy shit! Guck mal, die hat Glatze. Das ist eine krebskranke Kannibalin. Die sollten wir allgemein schnell von ihrem Leid befreien. War jetzt auf einmal nicht mehr. Dann kriegen wir unser Effigy doch noch fertig. Hätte ich gar nicht gedacht. Oh, ich bin ja ganz schön low energy-mäßig unterwegs. So, noch 2. Und dann gehen wir schlafen. Dann ist die Folge auch schon zu Ende. Und den hier noch. Hallo? Mit. Weiß gar nicht, warum er jetzt so einen Freudensprung gemacht hat. Ach. Eat something, sagt er. Ja, ich hatte hier mein ganzes Arsenal an Riegeln. Das ist aber leider weg. Warum auch immer. So, noch einer, dann haben wir es geschafft. Fertig. Boah, das ist mein erster. Cool. Das soll doch mal... Das ist doch mal eine Ansage. So, jetzt gehen wir aber zurück ins Bett schlafen, weil wir sind hier ganz schön... Ich habe irgendwie gerade so ein Ring-Ring gehört. Aber das war anscheinend eine Einbildung. Was ist da oben? Egal. Wir gehen jetzt einfach mal ins Bett. Ja, und ich würde sagen, ich danke euch fürs Zusehen. Oh, hier haben wir auch noch einen Baum. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüssi!